Dann ein Mann, der seit vielen Jahren der Survival-Experte in Deutschland ist. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt und hat, glaube ich, so viel erlebt wie kein zweiter in Deutschland. Er ist der Survival-Papst der Szene, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Rüdiger Nehberg. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke. Ja, wir hatten ja schon mal vor ein paar Jahren das Vergnügen, da haben wir zusammen Survival-Training gemacht. Ja, das stimmt. Sie sind mittlerweile 80 Jahre alt und bewegen sich. Kommst du auch noch hin? Ah ja. Wieso gucken Sie dabei auf meinen Bauch? Nein, insgesamt. Achso, insgesamt. Alles wird 80. Wie machen Sie das, dass Sie noch so fit sind? Ich habe so viele Pläne, mehr als Restlebenszeit. Das gibt mir die Power. Sie waren ja fast überall auf der Welt, kann man sagen. Nee, aber an manchen Orten sehr oft. An manchen Orten sehr oft. Und Sie haben ja spektakuläre Reisen gemacht. Sie waren, das, was ich immer noch faszinierend finde, was heißt faszinierend, aber das war ja offensichtlich nicht ganz ungefährlich, mit dem Ruderboot über den Atlantik oder mit dem Tretboot? Ein Tretboot, ein massiver Baumstamm, ein Bambusfloß. Und da waren Sie 2 Monate weg, keiner wusste, wo Sie sind. Aber ich wusste. Sie wussten Bescheid. Ich kenne inzwischen jeden Längengrad persönlich. Ja. Wir haben mal ein paar Bilder aus Ihrer Karriere, da können wir mal ein bisschen was zu sagen. Schauen wir mal. Und zwar, das ist noch keins, das ist von uns das Bild. Das war vor meiner Geburt. Ach so, das war vor Ihrer Geburt, alles klar. Wir machen erst ein bisschen Werbung, höre ich gerade, und dann zeigen wir Ihnen die Bilder. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Zu Gast, 80 Jahre Survival-Experte, Menschenrechtsaktivist. 3 Bundesverdienstkreuze haben Sie. Mit meiner Frau zusammen. Ja. Mehr Kreuze als Brust. Ja. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an aus Ihrer Karriere. Ja, so, da bei einer Wüstendurchquerung mit eigenen Kamelen ist ein Kamel im Salzschlamm eingesackt. Wir haben eine halbe Nacht gebraucht, um das mit Händen wieder auszuschaufeln. Wir waren auf die Tiere angewiesen. Und als es am nächsten Morgen wieder fit auf seinen Beinen stand, haben wir Freudensprünge bis in den Himmel vollführt. Die kommen jetzt wohl. Ja. Ja. Ah, okay. Ach, das sind Sie? Ja. Das sind Sie? Und die Kamele waren genauso glücklich, dass sie wieder beisammen waren und feierten das nach Kameleart in inniger Umarmung. Ja, das waren die. Ah, sehr gut. Was haben wir denn noch? Ja, dann haben wir hier noch... Ja, das wollten wir damals, Rab in Gefahr, mit dir machen. Ja. Vogelspinne in den Mund, da hast du gepasst. Ja, aber Vogelspinne... Aber dafür hast du Wildschweine gefangen mit der Hand. Genau, mit der bloßen Hand habe ich Wildschweine gefangen. Das ist eine echte Vogelspinne? Ja, eine von vielen Sorten. Die wollte ich dir aber in den Mund leiten und da hast du gekniffen. Ist die denn gefährlich? Die ja, wenn sie beißt, ist sie giftig. Aber eine Biene auch. Ja, und woher will man wissen, ob so eine Spinne beißt? Das weiß man nicht, das weiß nur sie. Alles klar. Ganz schön mutig. Von dir. Das ist wahrscheinlich in Südamerika. Ja, das ist bei meinen Indianern. Wir betreuen ja mit meiner Organisation ein Indianervolk in Nordbrasilien, die Wayapi, die noch in einem ursprünglichen Regenwald leben. Dort betreiben wir eine Krankenstation. Ah, okay. Also es ist nicht so, dass man sagt, hier, lasst die Naturvölker in Ruhe. Die sollen... so leben, wie sie vor 100 Jahren gelebt haben. Die kriegen kein Fernsehen, die kriegen keine ärztliche Versorgung, die kriegen kein Gameboy oder ein Handy oder sonst irgendwas. Das wäre ideal, aber es sind Goldsucher eingedrungen. Manchmal kommen Holzfäller und übertragen Krankheiten, gegen die sie keine Abwehrkräfte haben. Das regeln wir mit unserer Krankenstation. Ah, okay. Dann schauen wir mal hier. Was haben wir denn noch? Das nächste. Das ist die Larve der Dasselfliege. Ja. Ich habe mal mich von einem Hubschrauber am Seil in den Regenwald setzen lassen, nur mit einer Badehose. Mhm. Und unten bei der Landung habe ich mich verletzt. Dann kamen die Fliegen, haben ihre Eier abgelegt. Und einige dieser Dasselfliegen, denen ist es geglückt, sich da zu etablieren. Dann kriegte ich dicke Geschwüre. Nach ein paar Tagen kam dann die Larve raus. Und weil das ja alles
von meiner Substanz ist, ja, habe ich das aufgegessen, um mal zu probieren, wie ich schmecke. Hm. Und du wirst es nicht glauben, alter Schlachtermeister, ja, das schmeckt wie Filet. Echt? Ja. Da müssen Sie mal das Metteis probieren, das war lecker. Das war sehr lecker. Okay, was dann haben wir denn noch? Mal hier. Naja, etwas Ähnliches, das gegenseitige Lausen bei den Indianern. Man hat kein Insektizid, alles wird von Hand verlesen, gleich aufgegessen. An dem Tag hatte ich eine volle Mahlzeit. Ja. Der arme Kerl hinter mir ist verhungert. Ja. dann hier das nächste. Ja, und das ist nun mein aktuelles Lebensprojekt, der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung. Beim Volk der Afa in Ostäthiopien eröffnen wir in 2 Wochen eine Geburtshilfeklinik für genitalverstümmelte Frauen. Als Dankeschön dafür, dass dieses Volk als erstes afrikanisches den Brauch verboten hat. Und wir haben das Glück, dass der Berufsverband Deutscher Frauenärzte uns das ganze Jahr kostenlos unterstützt. Aber mein super Erfolg zusammen mit meiner Frau war eine internationale Gelehrtenkonferenz in der Azhar zu Kairo, vergleichbar mit dem Vatikan der Katholiken. Dort haben die höchsten Geistlichen der Welt den Brauch zur Sünde erklärt. Okay. Und das nun in die Köpfe der Leute zu hämmern, ist mein aktuelles Hauptanliegen. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, auch wenn ich dich damit überrasche. Du kannst auf Facebook dich verknüpfen mit uns. Mein Facebook lautet Target e.V. Target, so heißt mein Verein, wie Englisch das Ziel. Target. Und wenn ihr, liebe Fangemeinde von Stefan, Lust habt, macht mit, damit sich diese Botschaft, dass das Sünde ist, dass das um die Welt geht wie ein Buschfeuer. Dann okay, hat sich der Tag heute gelohnt. Sehr gut. Also, wenn Sie Lust haben, besuchen Sie die Seite von Rüdiger Neberg. Sie haben jetzt hier was mitgebracht. Ja, ich. Sie haben jetzt hier was mitgebracht. Ja. Ein Messer. Ja, das ist so aus meiner Survival-Produktion einfach ein Stück Eisensäge. Ein Messer, was Metall schneidet, was nie stumpf wird. Okay. Man lernt ja improvisieren. Oder wenn man an der Ostsee wohnt, so wie ich, Hamburg, ja, Nordsee, dann gibt es dort Feuer- oder Flintsteine. Und wenn man dazu das richtige Eisen hat, erzeugt das Funken. Ja. Und wenn einer auf diesem Zunder liegen bleibt, das ist Baumwollstoff, der schon mal gebrannt hat. Das ist, nennt sich Zunder? Also ja, gibt viele so. Benzin wäre besser. Ja. Ah, okay. Wenn schon mal was gebrannt hat, brennt es besser. Ne? So ja, ist es doch, oder? Wie eine Kerze. Ne, kann ja man das sehen? Und wenn man das nun in Heu tut und pustet, zack, hat man Feuer. War hier verboten. Ja, wegen der Feuerwehr. Aber Sie wissen, wir können das ja mal in anderer Weise machen. Okay. Ich habe hier eine Fackel mitgebracht. Da muss man nicht so lange auf ein großes Feuer warten. Man trinkt einen kleinen Schnaps. Wird's gefährlich? Ich geh mal zur Seite. Nicht schlucken, ne? Hot. Mein lieber Mann. So. Hast du da mal ein Pferd? Ja. Und was hier? Bitte schön. Einer genügt, einer genügt. So. Das ist das gefährlich eigentlich? Was ist das für Material, was Sie da? Das ist so eine spezielle Spuckflüssigkeit. Kannst du auch Petroleum nehmen, aber ja, das riecht wie Petroleum. Übel. Ja, ich wie kriegt man den Geschmack denn aus dem Mund? Doch höchstens mit Metteis. Ja, aber das ist gut gegen Karies. Ja, da hast du nie wieder Karies. Ja. Das sind ja jetzt keine Überlebenskräftigkeiten, die man braucht, aber haben Sie das genutzt, um ja, das habe ich zum Beispiel genutzt. Als wir die Krankenstation bei den Indianern eröffneten, habe ich den halben Urwald abgefackelt. Ja. Dann begeistert das die Leute. Oder wenn wir jetzt unsere Klinik eröffnen im Juni, ja, werde ich das genauso machen, das Plastikband durchschmelzen, denn es ist tierisch heiß. Ja. Ich kann dir das beibringen. Nee, ich Rab in Gefahr. Nee, das ist mir, das riecht sehr unangenehm. Aber das ist Wasser, da kannst du nachspülen. Wasser kann ich nachspülen, ja, aber wenn ich das Petroleum in den Mund nehme, dann muss ich das ja so also rauspusten. Das schmeckt bestimmt nicht schlechter oder besser als das Eis eben. Ja. Nee, ich würde sagen, hier, vielleicht hat einer von der Band Lust.
Als Sie da über den Atlantik gefahren sind mit diesem Ruderboot, wussten Sie, wie lange das ungefähr dauern kann? Ja, es gab andere, die da auch schon mit ähnlichen Vehikeln rüber sind. Das dauert zwischen 2 und 4 Monaten. Mein Tretboot, das war 2,5 Monate. Der Baumstamm, da hatte ich ein Segel. Das war 43 Tage von Senegal nach Brasilien. Da hatte ich die Botschaft, die ich vermitteln wollte auf dem Segel, nämlich, dass die Indianer, die da noch ursprünglich leben, laut Verfassung eigentlich geschützt werden müssen. Mhm. Und so habe ich 20 Jahre lang darum agiert, bis die Indianer wirklich Frieden gefunden haben. Die wurden bedroht von einer Armee von Goldsuchern, mafiös organisiert. Kennen Sie eigentlich Joey Kelly? Ja, den kenne ich. Der hat ja ähnliche Sachen wie Sie sozusagen nochmal wiederholt. Ja, ja, ich habe ihn kennengelernt und ich habe eine unheimlich spannende Nacht mit ihm verlebt. Der kann erzählen. Ja, nicht wie ihr denkt, aber der Junge kann erzählen, da kriegt man Krämpfe im Bauch vor Lachen. Nicht, wie die früher aufgetreten sind in Köln, wie die Spendengelder mit Trichtern in einen großen Raum geschüttet haben auf ihrem Schiff, weil der Vater keiner Bank traute. Ja. Und von dem Vater habe ich viel gelernt. Ich traue auch keiner Bank mehr. Das heißt, Sie haben Ihr Geld auch alles im Keller, oder? Alles im Keller, unterm Tisch, unterm Kopfkissen. Vergraben, ja. Und solche Sachen. Ja, nee, war eine unterhaltsame Nacht mit ihm. Da haben wir ja draußen so eine Hütte gebaut aus Ästen und Laub. Ach, tatsächlich? Sie haben dann draußen genächtigt? Ja, war im Winter und haben uns ein kleines Feuer gemacht, so ähnlich wie hier. Ja. Es gibt interessante Bücher von Ihnen, natürlich unglaublich viele. Wie viele sind es insgesamt? Ja, es sind jetzt 30 Bücher. 30 Bücher? Aber das ist mein Bestseller, Überleben ums Verrecken. Ja. Das sind so meine gesamten... Das sind meine gesamten Überlebenstricks international. Das hat nur einen Nachteil, wer das gelesen hat, der wird unsterblich. Ja. Also, besorgen Sie sich dieses Buch. Dann gibt es hier noch dieses hier, Rüdiger Nehberg, 5-Tage-Survival-Programm. Ja, so ein, für Anfänger eine Anleitung, sich selbst Survival beizubringen. Hier im Dickicht. Ja, ja, also wirklich ein fantastisches Leben, muss man schon fast sagen. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Fit sind Sie ja, ne? Ja, wenn ich 90 werde, kannst du mich erneut einladen. Ah, Sie können auch mit 85 schon noch mal wiederkommen. Ich nehme dich beim Wort. Machst du die Sache bei Facebook mit? Ja, klar. Also, wir verlinken das. Wir stellen einen Link bei uns auf die Seite. Und dann können Sie sich das mal anschauen. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg mit all Ihren Projekten. Und dann bis zum nächsten Mal. Rüdiger Nehberg, meine Damen und Herren. Morgen bei uns der Rauschgift-Experte von der FDP. Nein, er ist parteilos, glaube ich. Dr. Christian Retsch. Und jetzt kommt The Big Bang Theory. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, machen Sie es gut. Rüdiger Nehberg.